que tu l'aimes, on ne prouve rien. Il suffira que tu sois là. Ich mache eine Haarnadel, von denen habe ich immer zu wenig. Wie du siehst, brauche ich Haarnadeln, aber ich habe nie welche. Okay, so that's it. We just liked it. Wir mochten uns, so einfach ist das. Ich nenne sie meine französische Liebhaberin. Das ist sie irgendwie auch. Wir sind fast bereit. Wir haben eine sehr direkte seelische Verbindung. Ehrlich gesagt, ich habe ähnliche Verletzungen erlebt wie sie. Er lässt sich drehen. Sie generiert Energie, auch emotionale Energie. Und sie ist ein Vampir, das heißt, sie lebt von emotionaler Energie. Deshalb musst du aufpassen, sie kann sehr verletzend sein, wenn du es zulässt. So geht es nicht. Versuchen wir es andersherum. Sie hat jeden schon mal verletzt, oft mehr als einmal. Doch die meiste Zeit verströmt sie Energie. Ohne sie wäre die Welt weniger interessant. Ich lernte sie im Dezember 1976 kennen. Ich erinnere mich noch gut. Ich ging die 20. Straße hinab, auf der Schnee lag, und klingelte an ihrer Tür. Sie saß im Wohnzimmer, hatte den Diaprojektor installiert und zeigte mir Bilder ihrer Arbeiten. Wir redeten kaum, sondern saßen einfach da und schauten ihre Arbeiten an. Ich blieb mehrere Stunden und war tief beeindruckt, als hätte sie mich in ihre Macht genommen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es war unglaublich, was ihr Werk mit mir machte. Als ich ging, wurde mir bewusst, dass dieses Erlebnis mein Leben verändert hatte. It was a transformative event in my life, really. So, this is a scene of the murder. Das ist der Tatort des Mordes. Das Elternschlafzimmer. And here the Und das ist der Ausweg. Das liebe ich. Da ich in den 60er und frühen 70er Jahren studiert hatte, war ich es gewohnt, mich auf die formalen Aspekte von Bildern und Skulpturen zu konzentrieren. Auf Formen, Farben, Linien, Texturen und ihre Bedeutung. Wer die formalistische Abstraktion nicht berücksichtigte, galt in der Kunstwelt als passé, als narrativ, als literarisch. Man wurde nicht ernst genommen. Deshalb war Louise wohl eine Außenseiterin. Sie war kaum bekannt. Lange Zeit wurde sie sogar ignoriert. Das änderte sich Mitte der 70er Jahre. Man erforschte, was Kunst alles sein konnte. Es gab alle möglichen Protestbewegungen und andere Dinge flossen in die Kunst ein. Ich denke, das war wegen Louise. Es ging um die Eröffnungsausstellung des Guggenheim Museums in Soho, Manhattan. Die Gorilla Girls protestierten mit einer Aktion dagegen, dass keine Frau vertreten war. Wir brachten diese Karte in Umlauf. Die schickten wir dem Museumsdirektor. Er bekam hunderte solcher Karten zugeschickt, indem wir ihm für seine Männershow viel Glück wünschten. Im letzten Moment nahm er Louise Bourgeois dazu und nannte die Ausstellung von Brancusi zu Bourgeois. Unsere Taktik zeigte also Erfolg. Sie funktionierte.
Louise war eine Ikone für die Guerilla Girls. Sie war auch auf unserem Poster, von den Vorteilen, eine Künstlerin zu sein. Wo ist dieses Poster? Okay. Da ist es. Da steht zum Beispiel, deine Karriere beginnt vielleicht erst nach 80. Louise war ein Symbol, da sie als Künstlerin erst spät in ihrem Leben bekannt wurde. Das hat viele inspiriert. Ob es ihr gefällt oder nicht, sie ist unsere Ikone. Da ist noch ein tiefgründiges Thema, die Näherin. Ich bin nicht umhergereist und habe den Stickerinnen zugeschaut. Ich saß zu Hause und sah der Näherin zu. Was tat sie? Sie flickte die Hosen meines Vaters. Das war ihre Aufgabe. Sie nähte auch kleine Büstenhalter für mich. Und sie musste meine kleinen Slips zuschneiden und nähen. Und alles kam ins Leinenzimmer. Das war das wichtigste Zimmer im Haus. Im Leinenzimmer lernte man die Körperteile kennen, die Sexualität und so weiter. Body parts and sex and so on. Eines Tages sagte sie, Jerry, geh nach oben und hol alle Kleider aus dem Schrank. Ich habe also alle Kleider heruntergeholt. Als nächstes ordnete sie die Kleider, dann fing sie an, sie zu zerschneiden und zu stopfen. Und so ist ihre nächste Arbeit entstanden. Wie immer setzen sich ihre Arbeiten aus Verschiedenem zusammen. Sie sind wie ein Tagebuch für sie. Und sie weiß, wenn sie Kunst daraus macht, wird es nicht abgelehnt. Die Idee beruht auf einer englischen Redewendung. Ich sagte mal, die schönen Kleider waren für meine Eltern ein Knochen des Anstoßes. Sie stritten sich, wer mich besser kleiden würde. Mein Vater sagte, hast du den kleinen Polpoire gesehen, den ich ihr gekauft habe? Und meine Mutter, nicht schlecht, aber Coco Chanel ist besser. But Coco Chanel is better. So hat alles angefangen.